Willkommen zurück. In diesem Video wirst du die Eulersche Zahl kennenlernen. Diese hat ungefähr den Wert 2,71 und wir bezeichnen sie auch kurz einfach als E. Im letzten Video haben wir uns bereits mit der Folge 1 plus 1 durch n hoch n beschäftigt. Wir haben dazu das Beispiel der Bank in Utopia betrachtet, die uns verschiedene Angebote für Sparbücher gegeben hat. Und dabei war es so, dass sozusagen die Anzahl der Verzinsungen immer größer wird. Das ist hier in dieser Folge das hoch n, also der Exponent. Das heißt, wir bekommen die Anzahl, wie oft unser Geld verzinst wird, wird immer größer. Aber den Zinssatz, den wir bekommen, der wird immer kleiner. Hier durch das 1 durch n dargestellt. Das heißt, natürlich, wenn n immer größer wird, wird 1 durch n immer kleiner. Und wir haben bereits festgestellt, dass die Folge scheinbar auf einen bestimmten Wert zugeht. Das heißt, wir werden, wenn wir n wachsen lassen, irgendwann einen Wert erreichen, über den die Folge nicht drüber kann. Das heißt, wie wir schon gelernt haben, bezeichnen wir diesen Wert als Grenzwert. Wir können hier das Ganze mal grob abschätzen und vermuten, dass die Folge auf jeden Fall unter dem Wert 3 bleiben wird und die Ungleichung hinschreiben, dass diese Folge auf jeden Fall kleiner als 3 ist. Nun, wenn wir den Grenzwert möglichst genau berechnen wollen, dann können wir dafür zum Beispiel ein Computerprogramm verwenden, das ständig weiterrechnet und einfach für n immer größer und größere Zahlen einsetzt und somit diesen Grenzwert möglichst genau zu berechnen. Und genau den Grenzwert dieser Folge bezeichnen wir als Eulersche Zahl oder kurz einfach e. Und wir schreiben dann mathematisch hin, der Limes von unserer Folge, also der Limes von 1 plus 1 durch n hoch n für n strebt gegen unendlich, ist gleich unser e, also unsere eulerische Zahl. Und die eulerische Zahl e ist eine besondere Zahl. Sie ist zunächst mal eine irrationale Zahl, genauso wie Wurzel 2 oder auch Pi. Was bedeutet irrationale Zahl? Das heißt, nach dem Komma kommen unendlich viele Stellen, die sich aber nicht wiederholen, also die nicht periodisch sind. Nun, die eulerische Zahl hat sehr besondere Eigenschaften. Und eine Eigenschaft wollen wir im Zuge dieses Videos noch genauer betrachten. Und hierfür schauen wir uns die Exponentialfunktion mit der Basis e an, also e hoch x. Diese hat nämlich die unglaubliche Eigenschaft, dass bei dieser Funktion der Funktionswert und die Steigung der Funktion an jeden Punkt, also für jeden x-Wert, übereinstimmen. Wir können auch kurz sagen, die Steigung und der Funktionswert sind für diese Funktion überall gleich. Ich habe ein GeoGebra-File vorbereitet, um dir das Ganze zu veranschaulichen. Du findest übrigens dieses GeoGebra-File auch im Link neben dem Video. Ups. Wo ist es? Hier ist es. Gut, hier haben wir die Exponentialfunktion f von x ist gleich e hoch x in grün dargestellt und wir haben auf dieser Funktion einen Punkt markiert und können für diesen Punkt den x-Wert und den y-Wert ablesen. Hier in diesem Fall wäre zum Beispiel der x-Wert 0,8 und der y-Wert ist 2,226. Und nun legen wir an diesem Punkt eine Tangente an und messen von dieser Tangente mit Hilfe des Steigungsdreiecks die Steigung. Das heißt, die Tangente hilft uns dabei, die Steigung an genau diesem Punkt zu ermitteln. Und wenn wir die Werte vergleichen, das heißt, wir vergleichen unseren Funktionswert, der ja gerade 2,26 ist, mit unserer Steigung, wenn wir hier das Delta Y betrachten, im Steigungsdreieck, dann ist das ebenfalls 2,226. Und das können wir nun für jeden beliebigen Punkt machen. Hier zum Beispiel ist unser Delta Y, also unsere Steigung, 2,351 und unser Funktionswert ebenfalls 2,351. Das heißt, an jedem Punkt stimmt unser Funktionswert und unsere momentane Steigung überein. Das ist eine unglaubliche Eigenschaft, die auch wirklich nur die Exponentialfunktion e hoch x erfüllt. Und diese Eigenschaft kann man in ganz vielen Zusammenhängen gut gebrauchen und ist eine sehr wichtige in der Mathematik. Gut, mehr zum Thema Steigung von Funktionen
findest du übrigens am Arbeitsblatt Differentialquotienten. Und wenn ich dich neugierig gemacht habe, kannst du auf dieses gerne einen näheren Blick werfen. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's weiter.